Herzlich willkommen zur 23. Folge des Gemüsepfannen-Podcasts und ich begrüße meinen Co-Moderator Tom Arte. Hallo Arti. Ja, hallo Tom. Ja, wir machen mit diesem wunderschönen Spiel weiter, was sich zumindest jetzt endlich mal in Mettgewässer begeben hat. Für uns zumindest. Ja, total. Also nochmal, um das kurz zusammenzufassen, vielleicht für welche, die Pausen gemacht haben hier zwischen den Folgen. Also zuletzt haben wir beobachten können, wie diese Nur, die Frau, die hier quer durch Europa reist, na, ins gelobte Deutschland. Die wurde angegriffen von drei griechischen Nazis, von der goldenen Morgenröte, einer bösen rechtsextremen Partei in Griechenland. Das waren so die bösen Glatzköpfe und die haben sie überfallen und ihr das abgenommen, so das Geld, glaube ich, unter anderem die Brieftasche und sie ein Ja, bisschen und sie gehauen. haben sie Sie hat da geboxt, ja. Blessuren von, das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Genau, deswegen, wir fassen zusammen, in Griechenland ist es nicht sicher. Sie konnte jetzt Schutz finden bei einer Antifaschistin, einer mutigen Kämpferin für das Recht Die und wird jetzt wahrscheinlich natürlich weiter geschickt eine werden. Studentin der arabischen Künste ist oder irgend sowas war es, ja, Ja, oder genau. Die ist natürlich ein besserer Mensch, ein ganz besonderer guter Mensch. nochmal, man muss es ja So. herausarbeiten, wie absurd das ist, dieses Bedrohungsszenario. Denn wenn es diese Übergriffe so oft gegeben hätte, wir wüssten es ja. Also, Ja, ne? also Das wenn ist jemals absurd. irgendwie, genau, wenn jetzt jemals irgendwie Flüchtlinge in Griechenland durch griechische Nazis verkloppt worden wären, oder ich sag mal mehr als einmal, es würde jeden Tag und in jeder Flüchtlingsstory bei uns rauf und runter laufen. Wir wüssten es, wir wüssten es. Und Aber es ist nicht so, nur also zum kann es irgendwie Vergleich, nicht sein. also diese Geschichte, die hier in dem Spiel erzählt wurde, diese Hetzjagd, die war länger als das, was in Chemnitz passiert ist. Ja. Und sie war Das wirklich gewalttätiger. Also, ja, das ist dann sicher. also Geil, das, geil. hier fehlt jedes Ja, Maß und jede ich habe Mitte. Es ist unfassbar. ich hab jetzt auch schon meinen Tee am Start, anders halte ich das hier nicht aus, um die Nerven zu beruhigen. Gut, lass uns mal loslegen. Okay, wir steigen mal ein. Sekunde. Da ist der Drücken voll Idiot. So, genau, hier gab es ja etwas Stress, weil unser männlicher Hauptcharakter ein bisschen traditionell unterwegs ist und sie hat jetzt mit einer Studentin im Bett die Nacht verbracht. Oh ja. Sag mal, das hättest du mir sagen sollen. Mach mal ein Ja, bisschen mit. genau. Ach so, und im Hintergrund übrigens sehen wir halt diese Blessuren, die sie bekommen hat, durch die Schläge von den bösen Nazis. Das sind halt richtig schlimme Menschen. Wahrscheinlich So, damit du verliert ein sie ihr bisschen Aufschub Kind. hast. Mensch. Was, sie verliert ihr Kind? Ach so, du denkst So für das extra Drama, ja. ja, am Ende dann, das ist dann so das letzte Bild, weißt du, siehst du die beiden Hand in Hand und dann haben sie noch Nachwuchs gezeugt. Für Einen. Italien. Einer fährt in 2 Stunden, also ein Bus jetzt nach Italien, oder was? Jetzt macht ihr da noch Aktionen. Alter, was ist denn los? Nur, ich habe Daphne gesagt, dass ich ihr heute Morgen mit der Aktion helfen würde. Ja, sie organisieren eine Spendenaktion, sorry, für die Flüchtlinge auf dem Viktoriaplatz. Sie brauchen jemanden, der Medikamente sortiert und weil sie Ärztin ist. Auf den Siegesplatz, sehr gut, ja. Eigentlich müsste sich die Regierung darum kümmern, schreibt sie. Tut sie aber nicht. Die Aber irgendjemand muss das Anspruchshaltung, die machen. Anspruchshaltung, Ja, das ist geil. diese Anspruchshaltung, es ist unfassbar, die Frau. Oh Gott. Oh Gott, ja, echt, das Spiel lässt uns hier nicht sofort nach Deutschland ziehen. Also wir müssen jetzt noch diese Episode von der Nur, die so gut ist und da hilft, mitbekommen. Wir machen hier die Also, Sidequests, genau, das ist so ja. das Hype hier. Wie heißt dieses Spiel, wo man nur die Sidequests spielt und nie fertig wird? Dieses, Skyrim. was Witcher Sky oder sowas? oder Skyrim oder Witcher 3? Nee, Skyrim meinst du wahrscheinlich. Das sind Gut beide dann möglich, ja. vermutlich. Aber eher noch Skyrim. Ich habe da tatsächlich beide nie gespielt. Flamed mich in den Kommentaren. Jetzt kriegen wir gleich ein neues Selfie, pass auf. Ja, die Leute sind Was so hat sie gerade nett. gemacht? Sie hat Also ein das paar kommt aus neue Indien. Klamotten, hat sie bekommen. Ja.
Ich frage mich wirklich, warum sich gute Menschen freiwillig mit schlechten Menschen den Erdball teilen. Das frage ich mich auch immer. Ja. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, schreiben wir. Das... Ihr wisst doch, dass Naja, es hier in bei Dunkeldeutschland Arte scheiße schon. ist. Verpisst euch doch. Danke. Da muss ich das nicht sagen. Du verfolgst beliebige Frauen nachts auf der Straße. Das ist schlecht. Du bist großzügig mit Menschen, die deine Hilfe brauchen. Das ist gut. Hier, so wird es gefamed. Du bist großzügig mit Menschen, die deine Hilfe brauchen. Also in dem Satz wollen sie uns doch die ganze Flüchtlingspolitik verkaufen. Du bist großzügig mit Menschen, die deine Hilfe brauchen. Das Problem ist halt, wann ist großzügig zu großzügig und wie viel Maß an Großzügigkeit würde reichen? Ich sage, in der Türkei, das Lager, das hätte schon gereicht. Und wann ist es Wenn wir entmündigend, dass du die Großzügigkeit des anderen als ja, Affront ausnutzen. wahrnimmst? Ja. Ja. Denn wenn mich jemand die ganze Zeit bemuddelt, ist irgendwann halt auch mal das Fass am Überlaufen, ne? Naja, aber die Flüchtlinge können ja nicht genug bekommen davon, denke ich. Ja, Also aber von den sie Bemuttelten. Das verachten es ist ja ja gut. trotzdem. Ne? Sie nehmen es Ja, gut, natürlich das mit. stimmt. Ne? Ich weiß, was du meinst, ja. Was ist jetzt hier? Achso, die Spendengala war jetzt hier, genau. Ja. Willkommenszentrum für Flüchtlinge. Ach Jetzt Gott. geht alles zum Steki, wo es dann verteilt wird. Ja, das ist ein Willkommenszentrum für Flüchtlinge. Sie bieten Griechischunterricht und alles Mögliche an. Ja, dann bleibt doch in Griechenland. Achso, sie darf ja nur 30 Tage bleiben. Jetzt trete ich wieder aufs Gas mit, du kommst nach Deutschland. Fuck, ey. Ja, bitte. Aber der wohnt doch in England. Bitte geh doch nach England. Wohnt Warum der, müsst ihr immer also, Deutschland erwähnen? wohnt der wirklich in England? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich muss das nochmal googeln. Ich dachte, das stand in der Steam-Show. Warte mal. In Steam steht in der Beschreibung. Ich lese das mal kurz vor. Ihr Ehemann Matsch, der in Syrien zurückbleibt, kommuniziert mit nur über eine Instant-Messaging-App. Hey, das kann ja gar nicht stimmen, Das wird ja oder? immer Haben wir hier was absurder. verpasst? Nee, das kann ja gar nicht sein. Siehst du, selbst die Steam-Seite hier weiß nicht mal, was das Spiel für eine Handlung erzählt. Ja, also. Aber übrigens, bei Google Play Indie Games Contest hat das gewonnen. Und Indiecade Europe Developer Award und Japan Prize Audiovisual Division. Ja, natürlich, audiovisuell ist das beeindruckend. BAFTA-Nominee für bestes mobiles Spiel, sicher. Nochmal BAFTA-nominiert für bestes Spiel Beyond Entertainment, also über reine Unterhaltung hinaus, also auch zur Aufklärung, sag ich mal. Das erklärt die The 5 Game Euro. Awards Nominee, Games for Impact und GDC Awards Nominee, Best Mobile Game. Ja, es ist ein mit Preisen überhäuftes Spiel, was wir hier spielen. Das ist So, dauernd. zu Recht. Ja, boah. Also Was labern die jetzt mal jetzt wirklich, eigentlich? wenn wir jetzt mal die ganze Story außen vor lassen, es ist auch inhaltlich so banal. Also Ja. ich mache hier seit 5 Minuten nichts. Das Ja, Spiel. eben, es ist wirklich banal. Es ist Ich könnte spielerisch im jetzt Unkern. scheißen gehen und du würdest es nicht mitbekommen, weil das Spiel einfach Wahrscheinlich scheißt du gerade, ja. Ich wüsste es ja nicht. Kaspers Pisslappen ist in Arbeit, ja. Okay. Was? Warte, was macht sie jetzt eigentlich? Moment, kommt jetzt das Transenthema oder was zur Was, Hölle? was, was, was? Du hast mir gar nicht gesagt, dass Costa eine Geschlechtsumwandlung hatte. Ich bin gerade nicht auf dem neuesten Stand. Seht ihr das Ergebnis? Das will ich meinen, sie sieht keine 42 aus. Oh, Hä? die Antwort auf alle Warte, nee, Fragen. scroll nochmal hoch, bitte, scroll nochmal hoch, bitte. Na, Costa ist dieser Busfahrer, den er da hier gefunden hat, hier. Hä? Warte mal, meint die das ernst oder ist das ein Scherz oder so? Hat er sich Ich. vielleicht die Haare nur lang wachsen lassen? Oh, Bringen die warte, jetzt wirklich? ich habe gerade hier das Spielfeature schlechthin. Ich könnte jetzt hier auf den Knopf drücken, aber wenn ich schnell scrolle, dann bin ich gleich wieder unten. Ja, Das ist wow, wie krank, eine das ist Ratte. es. Hui! Ja, schick mal ein Smiley.
Aber ich frage mich, ob die jetzt hier ernsthaft wirklich sogar noch das Transenthema reinbringen. Ich glaube es nicht. Also das kann ich mir jetzt nicht Das wäre vorstellen. Ich zu glaube, krass. das Ja, war das ja wäre zu der krass. komische Humor von ihr, oder? Ja, das, ja. Das wäre zu krass. Viel zu krass. Ach, sie kann sich über nichts sicher sein, bis später dann. Okay, jetzt nimmt sie halt diesen Bus oder was nach Italien oder irgendwie so. Also wenn das jetzt das Ein Trans-Thema war, dann war Fair das oder wie so. in diesem grünen Werbespot, wo kurz die Flagge zu sehen war. So. Okay. Ich glaube, dass wir etwas zu Ach, optimistisch wieder alles waren. Ich verstopft. komme heute nicht mehr rüber. In Patras sind so viele Flüchtlinge und die versuchen schon seit Monaten rüberzukommen. Seit Jahren. Manche sogar schon seit Jahren, ja klar. So, ich Warum simp sollte hier. es ausgerechnet mir gelingen? Weil ich die Schlauste bin. Ach Gott. Oh, das auch nicht mehr. Sie ist ja ausgeraubt worden, ne? Wo ist denn dieses Patras oder wie es heißt? Oh, warte, wir haben ja, warte, Entschuldigung. Ah, hier sind wir. Das ist Im ja süden Griechenland, ja, nördlich von Athen. wo Sparta mal war, die Ecke, ne? Ist das? Warte mal, ich habe jetzt gesagt nördlich von Athen, ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Ich kenne mich leider gar nicht. Ich Nee, google das mal schnell. Athen ist ja hier östlich der Punkt auf der Karte. Genau, Athen, ja. Ach so, da ist er doch. Ja, okay, alles klar, Und alles klar. Sparta ist, glaube ich, hier so ein bisschen südlicher von dem Punkt mal Ja, gewesen. genau, das weiß ich nämlich aus Assassin's Creed Odyssey. Ja, das ist südlich von Patras. Ja, da gab es die guten Quests, oder? Ich Ja, sag weiß. mal einer, dass Spiele nicht bilden. Ja. Ja. Nee, bei Odyssey So. bin ich ja so ein Zwischensequenz-Skipper gewesen. Also ich habe da nicht eine Zwischensequenz gesehen, weil das Spiel geht so schon irgendwie 40 Stunden. Krass, also wenn, dann spiele ich sowas für die Sequenzen dazwischen, aber. Ah, nee, ich gar Aber nicht. Ich gut, ich mag das habe auch gar nur nicht. das traditionelle Assassin's Creed gezockt. Also Ah, ja. mit dieser Hintergrundgeschichte, das fand ich sehr spannend. Ich muss dazu sagen, deswegen würde ich halt normalerweise auch nie solche Spiele spielen. Ich mag halt nicht Spiele, wo man gar nicht spielt, sondern eigentlich nur eine Story sieht oder so. Weil da schaue ich mir lieber einen Film an oder eine Serie oder irgendwas. Oder was auf YouTube. Ja, es ist beides, ne? Kennst du den Film Mission Impossible, wo alle unmöglichen Missionen am Ende doch möglich waren? Die Frau, die nach 100 Metern schon Seitenstechen kriegt, Ja, genau. Und ich die bin mir überall nicht sicher. friert. Die in Griechenland friert im Urlaubsgebiet, ja. Im Sommer. Ach nee, ist ja März. Du machst Urlaub, das ist deine Antwort. Was tust du hier eigentlich? Urlaub. Urlaub, ja, genau. Bin im Starbucks, verstehe das doch, Marge. Marge. Ich hätte nicht hierher kommen sollen, Marge. Das war dumm. Ich habe gerade gesehen, wie ein Laster einen Typen überfahren hat, der sich darunter verstecken wollte. Niemand hat was gesagt oder getan. Oh je, Das ist jetzt wir unmenschlich. müssen hier wirklich weg. Das ist Jetzt unfassbar. wirklich die Tränendrüsen werden gedrückt und gemolken wie nichts Gutes. Jetzt liegt er am Straßenrand und die Leute fahren einfach weiter, als ob nichts passiert wäre. Er wurde von einem LKW überfahren. Ich hätte nicht herkommen sollen. Das ist wirklich dieses Mitleidsgeheuchel. So, die Fähre ist. Oh, es ist immer noch dort. Es Alter, guck, warte mal, das hier bitte. Du verstehst nicht, Matsch. Er hat ihn absichtlich überfahren. Er hat ihn in seinem Rückspiegel gesehen, das weiß ich ganz genau. Oh, und sieht Ja, sie ist auch schuldig. die Griechen sind nämlich böse. Die Griechen überfahren einfach so Flüchtlinge. Und die verprügeln Flüchtlinge. Da hörst du es. Griechenland ist nicht sicher. Der war nämlich ein Nazi-Trucker. Genau, von der goldenen Morgenröte, einer Partei, von der ich noch nie gehört habe. Ah, ich glaube, da klingelt was bei mir tatsächlich, ja. Also die gibt's wahrscheinlich schon. Ist ja auch einfaches Met dann, ne? Für die. Ja, okay. Also das werden sie schon, also sie werden sich jetzt schon keine Partei ausgedacht haben. Boah, jetzt schreibt er aber, wie bekloppt unsere Und Figur. jetzt lässt sie ihm aber hier auch an der langen Hand verhungern gerade, ja. Bitte sag doch was. Ja, oh Gott, fast 2 Stunden hat sie nichts geschrieben. Nicht heute, die Fähre fährt gerade ab. Morgen müssen wir schlau sein. Also Fähre, die geht jetzt nach Italien, ja? Ja. Okay.
Dolce Vita, Italia. Also wirklich, spätestens Italien gibt es Ah, wirklich komm, keinen hier. Grund mehr weiter zu fahren. Italien So, ist ein Traumland. die soll ins Scheißhotel gehen. Ja. Ja, es ist ja immer noch Urlaub, ja. Also. Ja, das ist Urlaub, genau. Es gibt ein paar Italien ist ein Heimatland. Abenteuerelemente, aber es. Matsch, da ist ein Loch im Zaun. Hey, Soll es wo im ist denn scheiß jetzt? Hotel sein? Was meinst du mit wo? Na, hier direkt vor meiner Nase ist dort keine Polizei. Doch ein bisschen weiter weg am Hafen. Von innen sehen sie das Loch nicht. Ach so, da kann sie sich auf die Fähre schleichen oder was, ne? Ja, wahrscheinlich ist das so eine illegale Fähre halt von Griechenland aus. Was denkst du? Was meinst du mit was ich denke? Beste Antwort. Denkst du darüber nach, jetzt da durchzukriechen? Warum nicht? Könnt ihr mir ein Versteck suchen? Und 50 Euro an Hotelkosten sparen. Ah, komm, geh ins Hotel. Ja, na klar. Gönn dir. Gönn dir, Ja. genau. Und sie macht halt, was sie will, ne? Ja, genau. Die ist halt eine Lass mich selbstbewusste, raten, starke sie Frau. macht es Die hat ihren trotzdem. eigenen Kopf. Oh, jetzt läuft die Zeit aber langsam. 2 Minuten rum. Ja, Wahnsinn. Sie ist schon auf der Fähre, was auch. Sie ist in irgendwas reingekommen, sagt sie. Sobald ich die Mülltonne weggeschoben habe, haben die Hunde angefangen zu bellen. Ich habe Panik bekommen. Sorry, hört man mich? Oh Gott, sie ist in die Mülltonne gehüpft. Aha. Und die Und jetzt Scheißhunde ist sie sind im um sie Hafen. rum, oder was? Ja, genau. Oh Gott, das ist ja wirklich, die tut wirklich jeden Furz uns erzählen. Ja, Der es ist Hund ja hat gebellt. wichtig. Sein Bellen klang laut. Das klingt mir. Ich habe es jetzt irgendwie gerade nicht drauf, so romanmäßig zu reden mit ihm. Diese Gyros-Tüten sind ziemlich gemütlich, aber stinken ja auch nicht schlecht. Ja, super lustig. Nicht, dass ich mich beschweren will. Das ist wieder dieser syrische Humor. Jetzt wird das hier so ein Sam Fischer-Ding, dass sie so durch den Hafen Ja. schleicht. Do you even stealth? Genau. Kleiner Insider zwischen uns. So, jetzt kriegt sie 100 pro die Fähre. 15. März, sie ist jetzt eine Woche lang auf Reisen. Hallo Matt, schreibt sie, 7 Uhr früh. Sorry, ich glaube, ich bin eingeschlafen. Natürlich ist es Und dann macht sie einfach so auf, ohne zwei Wecker. das. Und so Die früh, ist sie doch ist immer noch nie so früh. früh eingesch also Ja, genau. aufgewacht. Ja, jetzt in Europa, da ticken die Uhren anders. Die bereitet sich schon auf ihr Arbeitsleben vor in Deutschland. Sie ist ja auch schon eine Zeitzone weiter, glaube ich, ne? Das bestimmt. Ja, jetzt wird sie von der Alter, Müllabfuhr abgeholt. ist das dämlich? Warte mal. Ich bewege mich. Entweder ist das ein Erdbeben oder jemand verschiebt. Ja, mach ruhig weiter. Oder jemand verschiebt die Mülltonne. Ah, dass sie wirklich jeden Furz da erstmal kommentiert, anstatt erstmal zu gucken, was los ist, wisst ihr? Warte, warte, warte. Ich glaube, jetzt gewinnen wir das Spiel, oder? Sie wird jetzt von der Müllpresse Oh, ja, das wäre geil. Kriegt man dann ein zerquetscht. Achievement. Was ist passiert? Woher soll ich das wissen? Moment, ich höre Sirenen und Hunde. Oh Gott, sie kommt in den Knast. Oh, das sind bestimmt diese Nazi-Polizisten, von denen ich gehört habe. Diese bösen griechischen Nazi-Polizisten. Die die Flüchtlinge einfach so überfahren. Da draußen hört es sich nach Chaos an. Ich glaube, das ist eine Gruppe von Flüchtlingen, die einzudringen versuchen. Ja, diese friedvollen Flüchtlinge. Friedvollen Flüchtlinge, genau. Die auch gerne wahrscheinlich Allahu Akbar rufen. Renne los. Ich stelle mich mal schön dumm. Jetzt auch Ja, hier mach wieder ruhig. Highlight-Musik, Mensch. Ja, ist schon wieder dasselbe Riff wie letztes Mal. Ich glaube, es gibt zwei Musikstücke hier, oder? Ja, Es gibt es ist. dieses. Achso, ich kann in dieses Scheißspiel irgendwelche Awards gewinnen und nominieren bekommen. Es ist so dreckig. Menschen. Kram.
Ist jetzt so krass weit. Ah, jetzt singst du wieder gut. Gerade eben hast du hart robotert, aber du saßt wahrscheinlich so woanders, so halb unterm Tisch und hast gekotzt. Nee. Aber wenn es robotert hat, dann muss es am Internet liegen. Aber jetzt geht's gut, wieder. Lass mal weitermachen. Ja, lass mal weitermachen. Ja. Ich habe gerade in meine Teetasse wütend gesprochen. Vielleicht war das. Ja, wartet. Drunterlegen war ja hier der Trick mit dem LKW, ne? Ja, stimmt. Gut mitgedacht, Arti. Ja, lauf vor den Hunden weg, das wird sie beruhigen. Stecke dir ein Stück Fleisch in die Tasche, das muss. Jetzt gibt's ein Selfie, wo man sieht, dass der Hund gerade in die Wade reißt. Ja, genau. So. Wie sie beim Rennen macht sie jetzt noch ein Selfie wahrscheinlich. Oder beim Rennen tippt sie rum. 5 Stunden später, oha. Natürlich, sie ist nicht abgestorben. Sie haben mich in einen Bus nach Athen gesetzt. Oh, doch. Moment, die Bullen haben dich geschnappt. Ja, also sie wurde von Bullen geschnappt und in einen Bus nach Athen gesetzt. Oh, das ist... Warte mal, das ist ein Achievement für uns, wie man hier so schön sagt. Das ist das erste Mal, dass sie weiter weg von Deutschland gekommen ist. Oh, geil. Ne? Also... Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Wir schieben die ab, ich sag's dir. Und wenn wir das Spiel umprogrammieren müssen, da setze ich mich ran. Das wird ein Hobbyprojekt. Das nenne ich dann Bury Me My Hate. Wirtschaftsflüchtlingssimulator. Was hat die jetzt uns eigentlich für ein Bild geschickt? Der hat sie, ja, die hat so ja einen Schlag auf die Lippe gekriegt oder so. Von wem denn? Na, von sie den, haben den mich nicht doll verhauen, von den Polizisten, ja, ja. Also wie sie die ganze Zeit wirklich dieses Griechenland ist schrecklich Narrativ bringen. Unsicher. Ist ein unsicheres Land für Flüchtlinge. Sie macht die nächste Hilfsgala jetzt hier in Athen, pass auf. Ja, genau. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Ich war jetzt im März. Nicht. Oh, das ist langweilig. Oh, jetzt kackt er auch noch rum, oder? Ach Gott. Ja, habe ich etwas falsch gemacht? Warum willst du nicht zu mir nach England? Oh, der Deutschland oder was auch immer. Aber ich dachte, er war in England. Scheiße. Ja, ich will es gar nicht wissen. Sie wird es mir trotzdem erzählen, pass auf. Ja? Werde ich hier Lügen gestraft? Oh, es gehen einige Stunden, 5 oder so. Ich bin wieder bei Daphne, das ist ja, hier diese Antifaschistin. Diese Studentin, ja. Ja, die mag ich nicht, ja. Genau. Ui, da vergeht ja wirklich Zeit, Mensch. Also der Urlaub neigt sich dem Ende gegen. Jetzt geht's aber los. Matsch, ich hatte heute meine erste Erfahrung mit einer Frau. Oh ja, 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 oh, ja! Yes! Yes! Geil! Wir haben das Spiel durchgespielt, lass uns hier wenden. Okay, für die, die nur zuhören, zum Zusammenfassen. Sie hatten es gerade geschrieben, Matsch, ich werde nicht nach Deutschland gehen. Ist das geil! Und wir können sogar antworten mit, ich weiß. Also du schaffst das oder, warte mal, ich, ne, also so, du hast, ne, hier gibt es sogar eine Negativ. Aber ich glaube, der Plot-Twist ist, ich werde nach Deutschland fliegen. Nee, die wird bestimmt. Achso, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Eigentlich muss noch was kommen. Ich sage, ich weiß. Das klingt. Das. Ja, genau. Das ist so dieser Han Solo-Move. Ich liebe dich. Ich weiß. Wie bei Star Wars, weißt du was, Mann? Ja. Daphne hat mir angeboten, so lange dort zu bleiben, bis ich Asyl bekomme. Das wird nichts werden. Nein, ich hab doch gesagt, ich weiß nicht, du sollst nach Deutschland gehen, verdammte Axt. Griechenland gibt keinen Asylanträgen mehr statt. Du musst weitergehen, bis du in Deutschland bist. Genau, denn nur Deutschland ist so doof und gibt dir Asyl. Matsch, ich kann nicht mehr. Ich habe einfach keine Energie mehr. Geld habe ich auch fast keins mehr. Gelaber über Gelaber. Und dann die ist gerade mal eine Woche auf Flucht. Und dann Flucht. Dieser. Und dann dieser. Es war wie Urlaub bis jetzt. Es war Urlaub. Ja. Wurde einmal gehauen jetzt von den bösen Nazis. Und diese Antwortmöglichkeit, die regt mich richtig hart auf. Dieser Typ hat die ganze Zeit gegen diese Daphne gehatet. Ja. Der seiner Frau Unterschlupf, die seiner Frau Unterschlupf gegeben hat und dies, das.
Und er hat sie trotzdem gehasst, weil sie mit ihm, mit ihr in einem Bett geschlafen hat. Und jetzt, naja, Daphne kann dir ja was leihen, diese dumme Ungläubige da, ne? Mach mal das mit dem Daphne. Nicht, du musst das einfach tun. Ich will die nicht hier haben. Du musst das einfach tun für die anderen. Was ist. Alter Schwede! Du musst einfach nach Deutschland für die anderen. Was ist denn das für ein Wie Hasssatz? für die Großfamilie oder so. Ja. Daphne kann dir etwas leihen. Nein, Matsch. Er war Ach, schon zu er? großzügig mit dir. Jetzt auf einmal er? Ich dachte, es ist eine sie. Ach gut, Hä? Warte mal. deswegen Ist Daphne denn war er? Warte, ich google mal schnell den Namen. Daphne, Greek Name oder so. ja. Das ist auf jeden Fall kein griechischer Name, weil. Daphne is a feminine name of Greek origin. Ja, genau. Aha. Also es ist ein weiblicher Name. Hä? Ist Es es ein Ens? Wahrscheinlich hat hier ist die. ein Ens, ja, würde ich jetzt noch Ja, so machen. wahrscheinlich hat hier die Übersetzung einfach geschlafen. Also, solche Übersetzer sind ja chronisch unterbezahlt, muss man leider zusagen. Und Ist das chronisch so, ja? überarbeitet. Selbst Ja, bei total. Arthur hier? Okay. Ja. Und da wird so ein Spiel, das kriegst du halt auf den Tisch. Du spielst es selber nie, du kriegst halt die Textdatei mit den Texten, dann wird es runtergeratzt. Aber Ja, mach mal weiter. ich finde es spannend, dass du sagst, das ist ein griechischer Name, aber mit dem Akzent über dem E und so hätte ich jetzt gedacht, das ist Französisch oder sowas. Ja, Daphne war mir auch so. Ist doch, ist das nicht bei Scooby-Doo eine, die so heißt? Ja, Ich Daphne bin. ist eine Griech. Ja, Daphne, genau. Daphne ist eine Nymphe der griechischen Mythologie, so rum. Eine Tochter des Flussgottes Peneios in Thessalien. Auch mit dem Akzent hin? Ja, Nee, ne? ohne Ah, Akzent. okay. Weil das ist Ach doch so, ah, Französisch, warte, ne? doch. Altgriechisch Daphne und dann mit Akzent, nämlich. Ja, Tatsächlich, krass. wahrscheinlich in Griechenland schreibt man das vielleicht noch mit Akzent oder was weiß ich. Ja, mach mal Naja, weiter. in Griechenland, die haben ja eigenes Alphabet, deswegen war ich jetzt zu so verwirrt, weißt du? Ach so, hast du recht. Ja, mach Aber mal gut. weiter, egal. Ich habe meine Es ist Entscheidung also ein bereits Ens, getroffen. okay, ja. Nenn Dass es es Glück, wie du aufgeht! willst. Das ist mir egal, genau. Ja, ist doch Ja. gut. Also, wir haben es wirklich geschafft. Also, ich würde Nein, nein, sagen, nein, danke für das Let's Play. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wir haben es geschafft. Oh, jetzt kommt hier eine Sprachnachricht. Jetzt kommt zum ersten Mal im Spiel eine Nein, das Sprachnachricht. ist das glaube ich nicht. Aber das ist jetzt dieses retardierende Moment. Jetzt wird es besser. Jetzt, Ja, wir haben genau. gedacht, Das wir haben ist es geschafft, es wird alles gut. genau, das ist wie in der Tragödie. Wir sind jetzt in Akt 4, man denkt sich so, oh geil, jetzt haben wir es geschafft. Alles wird gut, Happy End. Und dann kommt es nochmal richtig fett in die Fresse. Dann kommt sie nämlich nach Deutschland. Das behinderte Moment, wie ich das für mich Das behindert. übersetze. Aber warte, geh mal jetzt auf die Nachricht bitte. Sie hatten Ach du Scooby wirklich was geschickt. Scheiße! Ja, Ich okay, hatte jetzt müssen gedacht, wir du mal hast mich hinhören. verarscht. Nee. Oh, warte mal. Ach, Ende! Nurs Reise hat hier ihr Ende erreicht. Doch du kannst nun die Reise neu starten und ihr Schicksal womöglich ändern. Geil! Also, Geil! Wir haben wow. es geschafft! Ist das geil? Ist das geil? Ich hätte es Yes. mir gedacht. Erstens haben wir das Spiel durchgespielt. Das ist ein Glücksfall. Und zweitens haben wir das gute Ende erreicht. Wir haben das gute Ende erreicht, Leute. Alter, ist das geil. Sie bleibt Oh, ich freue mich. in Nazi-Griechenland, also Ja, oha. absolut geil, absolut geil. Ich kann gerade nicht mehr. Das kam jetzt für mich so unerwartet. Ja. Vor allem, wie plötzlich das jetzt auch kam. Ja, also es war auch ein ganz schöner Krampf, also. Nee, aber warte mal, was war denn jetzt so richtig der Grund eigentlich? Sie kann nicht mehr. Also, Sie weil sie halt einmal von ist. der Polizei angehalten wurde und weil sie halt von den Nazis. Ja, gut, und auch von der Polizei. Aber. Ja, sie ist ausgelaugt, ja. Ja, nach 7 Tagen und Essen in Izmir im Falafel-Restaurant, da ist man dann mal ausgelaugt. Und im Vier-Sterne-Hotel nach der Übernachtung. Puh. Ja, Verständlich. also das Hotel, also sowas schlaucht auch, ne? Diese Wurzellosigkeit da, ne? Also, 7 Tage hatte ich geschafft. Ist das hier Seven vs. Wild, oder?
Ja, sie hat ja nie ihren Unterschlupf fertig gebaut. Also das Shelter ist nicht geworden. Jetzt kommt hier diese traurige Musik. Alter, also das gute Ende du, erreicht. Geil. Kannst du mal fix schauen, wie viele Enden das Spiel hat? Steht das auf Wikipedia oder ja, so? Die haben doch bestimmt so einen Beweihräucherungsartikel geschrieben, ne? Ja. Ich muss nochmal die Musik ein bisschen leiser machen jetzt. Hm. Ich hatte so. Achievements All Endings. Das ist boah, warte mal. Es gibt hier einen. Alter, guck dir das mal an. Warte mal. Ei. Siehst du das? Was hier alles an möglichen Routen ist in dem Spiel? Also könnten wir noch viel weiter gehen. Mhm. Ah, alles klar. Warte mal, dann haben wir das Spiel ganz schön mit Glühen gestartet, oder? Wir dachten, das läuft nur in eine Richtung. Aber es geht wahrscheinlich doch noch ganz anders weiter. Warte mal. Sieht so warte aus, mal. Ja. Was, guck in mal. Kairo gibt's? What the fuck? Naja, wir hätten ja am Anfang sagen können, die soll nach hier woanders sehen. Es gab ja diesen Flug am Anfang, ne? Wahrscheinlich ist es das ja. Ja, wir haben zum Beispiel am Anfang gesagt, du sollst nach Aleppo gehen oder so. Weißt du? Und sie hätte auch woanders hingehen können. Geh mal bitte nach Istanbul, such da mal bitte ran. Ach so. Nee, alles okay. Ransum bringt ja ganz. Aber guck mal, hier von Istanbul ist ja. Istanbul ist ja. Hier. Ach nee, Entschuldigung. Das war Ankara, ja. Genau, das ist doch Istanbul. Und da ist sie doch dann nach Süden gegangen. Hm. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber war sicherlich, weil wir es ihr gesagt haben. Weißt du, was schlimm ist? Ja. Dieses Spiel hat dadurch ja so einen gewissen Wiederspielwert tatsächlich. Total. Ja, also ich bin jetzt tatsächlich sogar nochmal überrascht. Guck mal, es gibt eine Station in Deutschland. Was ist denn das? Irgendwo München. In Bayern. München. Und hier die Grenze bei Salzburg. Salzburg. Also würde sie dann durch Österreich fahren? Auch da, warum macht sie denn den Österreich-Stopp? Ja. Warte, guck mal, und links oben England, da gibt es doch auch noch irgendwas. Der Kanal ist das ja. Du, Dschungel von Calais und gibt's noch. Dann haben wir ja noch Südfrankreich, ja. Nee, geh mal hoher noch, bitte. Nee. Ach, da gibt's gar nichts. Ja. Ach, sie kann nur zu Calais und da ist wahrscheinlich dann offenes Ende so. Also sie wird in Empfang genommen dann auf der britischen Seite. Also wenn das aber jetzt geil, wirklich so ist, ne? Ja. Wir haben das gute Ende freigeschaltet. Das klingt so ein bisschen zynisch, aber. Nö, ist es doch. Ich meine das ernst. Geil. Also frage ich mich. Hä? Ich hatte ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, dass unsere Entscheidungen hier so eine große Rolle gespielt haben. Also ja, ich hatte ja das Gefühl, es läuft alles auf Schienen. Ja. Also vielleicht verarschen die uns ja auch, dass das naja, so nee, das Expansion Pack ist oder so. Nee, es gab halt immer mal so ein paar Entscheidungen, also nur einzelne Dialogzeilen, die wichtig waren. Zum Beispiel, ich will dort oder dorthin, weißt du? Aber der ganze Rest war eigentlich Schwachsinn. Ja, aber ich hatte nicht. Smiley man schickt und ob man sauer ist auf Daphne und so, das denke ich, hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Mhm. Aber ich hatte immer den Eindruck, die hat dann das gewählt, was sie wollte. Also, das fand ich so naja, seltsam. Aber. Stimmt eigentlich, stimmt auch wieder, aber in manchen Situationen war es schon so, dass wir gesagt haben, ja, geh mal dorthin und dann hat es gemacht, zum Beispiel am Anfang nach Aleppo. Das hätte auch woanders sicherlich hin können. Das stimmt. Ah, ist das schön. Ja, also ich würde sagen, mach mal nächstes Mal ein neues Let's Play. Also, ein hartes Spiel meinst du, aber nicht von dem. Nee, hier, wir müssen ein anderes Ende. Ja, ich bitte dich. Ja. Und hier am Ende haben sie ja wirklich keine Kosten und Mühen gescheut mit dieser Voicemail dann noch. Ja, und dazu wollte ich und auch wie noch schlecht was sagen. Die Stimme war. Ja, wie schlecht die. Das war so richtig, wie wenn ich jetzt hier einen Text vorlesen würde und würde es so ein bisschen spielen. Also, ich bin ja auch kein Schauspieler, also. Ja. Bisschen versucht noch was reinzubringen. Letztlich so, wie ich auch die Texte hier vorgelesen habe. Also so, naja, ist ein bisschen lala. Ich krieg mein Geld, was ja nicht mal stimmt. und das war's, ja. Ja, genau. So, ich kann nicht schreiben. Das habe ich gesagt, am Ende Inshallah, aber sonst war es ja halt das reinste Deutsch hier hoch, natürlich. Ja. Ich stelle mir jetzt natürlich auch die Frage, auf einmal geht's mit der Voicemail, aber ja, hier eben, diese ganze Scheiße, die sie hier, hätte sie nicht als Voicemail machen können, ist klar. Eben. Die werden halt fürs Ende mal 10 solche Texte eingesprochen haben, die ja nun wirklich auch nicht lang sind, das dauert mal 2 Stunden.
Ja. Ja. Und der Rest haben sie gesagt, naja, mach das einfach alles per Text, das ist leichter, das können wir auch besser übersetzen, wisst ihr, weil die Sprachen hier neu zu vertonen. Ich meine, wenn die jetzt schlau wären, dann würden die jetzt, wenn man sagt, okay, man will das jetzt nochmal spielen, dann würden die Ja. so einen Geschwindigkeitssteigerer irgendwo einbauen. Eben, Ja. oder gehe zu der und der Entscheidung zurück, weißt Genau, du? genau. Dass man das quasi zurückspulen kann, ja. Aber jetzt Das hat nochmal man von ja vorne anfangen. bei diesen japanischen Erotikspielen, die wir da letztens kurz auf dem Zettel hatten, hat man das ja. Ja. Da drückt man die Leertaste und oder was weiß ich nicht und überspringt alles. Ja, also es Ist das geht schon. so? Woher Tja. Ja, okay. Bitter. Bitter. Ganz bitter, ja. Nee, ist okay. Ja, man ist nicht perfekt mit 16, Ja. ja. Okay, herrlich, herrlich. Tja, Geil. ich glaube, das müssen wir aus der Ausnahme rausschneiden. Ach Quatsch, nein, Nein, Quatsch. Spaß, das ist doch völlig wurscht. Ja. Warte mal, ich gucke hier gerade noch nach den Enden. Na gut. Also ich sehe jetzt hier nicht genau eine Summe, aber dass es sehr viel weiter gefächert ist, das sehen wir an der Karte. Also, stimmt das denn? Oder ist, also, ist die Karte real? Ja, schon. Ach, guck mal hier. Es gibt hier eine empfohlene Route für alle Steam-Achievements. Ach so, man braucht für alle Steam-Achievements mindestens 4 Spieldurchläufe. Weil, weißt du, Ja, also klar, man kann ja alle haben. das finde ich schon krass. Also dann gibt es halt wirklich einiges. Und zwar wird hier empfohlen, zum Beispiel Route 1, Bus nach Aleppo, dann von der Explosion fernbleiben. Haben wir das? Nee, stimmt, wir haben Hier zum sind Beispiel zwei gesagt, geh Explosionen da rein. Ja, wir hingegangen. waren ja immer mies. Dann nach dem Waisenhaus suchen, dann nach Nisib 2 gehen, dann go on patrol and check out the sketchy guys. Go on patrol. Ach so, ich Das glaube in dem war, glaube ich. Flüchtlingslager, ich glaube in dem Flüchtlingslager hätte sie in Istanbul vielleicht irgendwie was gucken können. Keine, egal. So, dann Istanbul, dann Bus nach Edirne, dann ach so, refuse Ah, all hier. smugglers, go alone. Ach, das wäre auch gegangen, dass man den Schmugglern, dass man nicht sich schmuggeln lässt, sondern alleine geht? Also Nimm zumindest den. hier bei Edirne geht das dann wahrscheinlich. So, dann gibt es eine Entscheidung. Nimm den Hasen, was auch immer. Was? Athen, renn weg von den Rassisten und werde geschlagen. Idomeni, was? You may have to try Patras and fall. F, oder soll das Fail heißen? Das ist hier so klein, die Schrift. Patras? Ah, ist das ein Gericht? Nee. Ah, nee, Nee, Patras war doch ein Ort, wo. das war diese eine Straße oder sowas. Ja, genau. Give Bunny to Little Boy gibt's dann noch. Ach, natürlich gibt man den Hasen, den man genommen hat, den kleinen Jungen. Slap by the Girl's Mom kommt dann. Keep Okay. marching, also weiter marschieren. Dann Hitchhike with Foreign Plates. Ach so, dann tut man mit ausländischen Nummernschildern Hitchhiken oder so. Dann schleicht man sich an Bord der Fähre. Go on foot in the mountains. Ah, okay, dann besteigt man die Berge zu Fuß. Keep going up und dann ist man in Calais. Aha. Was? In Ja, okay, Calais? das war mir so ein bisschen wild. Also, wir sind gerade hier unten gewesen an Bord Ah, der guck mal, Fähre. warte hier wegen Kairo. Wir hätten ja am Anfang nämlich ein Taxi nach Damaskus nehmen können. Von da hätten wir irgendeinen Adnan anrufen sollen. Das war, glaube ich, der Kumpel oder so, von dem uns berichtet wurde, oder? Dann hätten wir durch Kairo fliegen sollen und nach Little Syria gehen sollen. Ach so, warte mal. Und dann gibt es nämlich einen Schmuggler nach Bulgarien. Dann ist man in Sinep und dann gibt es verlasse das Camp, verlasse das Krankenhaus, verlasse die Stadt. Dann ist das auch ein Spielabschnitt, das man dann auch durch. Und das gibt's jetzt mal das Ende in Deutschland oder wie ist das? Deutschland lese ich jetzt hier gar nicht, aber warte, muss ja vorkommen. Ich kann ja mal das Dokument durchsuchen, ob da Germany vorkommt. Such mal nach Ach hier, München. Austria and Germany, ja klar, also Abschnitt 5. Oh Gott. Naja, gut, was soll ich dir hier sagen? Also hier steht zusammengefasst, was da so passiert. Also, willst du Okay, wissen, oder? du hast es schon geschafft, so sinngemäß, ja. Naja, nee, zum Beispiel in Österreich, wenn du alleine bist mit Ibrahim, betatscht er nur and she bails.
Bales, was ist. Mein Englisch ist dazu schlecht. If Noor forgets her bag and goes back for it, Ibrahim apologizes and takes her the rest of the way to Germany. Ah, Ibrahim nimmt sie dann nach Deutschland mit. Mhm. Ah, I got a Germany good ending just over the border in Freilassung steht hier. Aha, also in Deutschland zu sein ist laut diesen Menschen das gute Ende. Das sieht aber falsch. Und dann kann man noch zu einem Hotelboom in Seeboden. Ach, das ist dann Österreich. Bla bla bla. Ja, okay. Also gut, man kann auch nach Deutschland Österreich. Aha. Aber wir haben ja das schöne Ende bekommen. Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Ja, aber hätte ich nicht gedacht. Und besser hätte es ja gar nicht laufen können. Vor allem, dass sie von selber sagt, ach, ich bleib hier. Ist alles sinnlos. Ja. Geil. Und sie ist ja schon fast noch ein Flüchtling, ne? Also sie ist ein Land weiter, da kann man noch drüber streiten, ne? Gerade weil die gerade weil die Türkei ja Syrien angegriffen hat oben, ne? Ach so. Da könnte man noch argumentieren so, ne? Ja. Ah, das Problem ist halt, noch okay. Dass sie jetzt schon im Schengen-Raum ist mit Athen. Und dann ja, halt eigentlich überall hin kann. Aber wir haben ja nichts geschenkt. Oh Gott. Ja, jetzt werde ich tatsächlich mal was sagen, was ich bisher nicht gesagt habe bei dem Streams zu diesem Spiel. Was? Ja, Tom, es hat mir wirklich Spaß gemacht, diese Episode. Ach so. Okay. Ich dachte, jetzt kommt hier was übelst Krasses, was übelst Kontroverses. Ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder, Arti. Also manchmal muss man durch die Hölle gehen für die guten Sachen. Ja. Würdest du es nochmal spielen, wenn du richtig hart Langeweile hättest? Oh, vielleicht in einem Jahr oder so. Vielleicht gibt es ja dann das Turbo-Upgrade, dass man ja wirklich durch die Dialoge so durchskippen kann. Ja, da gibt es dann den USA-DLC oder was weiß ich. Ja gut, haben wir es geschafft? Ja. Ist sogar trotzdem noch eine ansehnliche Folge geworden von der Dauer. Ja, total. 40 Minuten. Obwohl das jetzt so doch relativ plötzlich dann vorbei war, muss ich sagen. Mhm. Aber fand ich auch also total überraschend. Es ist halt wirklich schlecht geschrieben, dass es so endet zu plötzlich. Aber du weißt ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Genau, meine Liebe. Gut. Ich hoffe, es hat den Zuschauern trotzdem irgendwie gefallen, dieser. Was war das jetzt? Arte war es, ne? Dieser Arte-Content. Ja, es ist von unter anderem von Arte, ja. Ja. Also, es ist ein Traum. Danke, Arte. Du kannst ja nochmal auf die Credits klicken. Ah ja, okay, jetzt, warte. Ja gut, du wolltest es gerade so abbinden, wie die Grünen so. Begrabe mich, mein Schatz, ist eine Co-Produktion von Arte Frankreich, was? Fix and the Pixel Hunt, gefördert durch den Unterstützungsfonds für Videospiele. Interface Fix, Illustrationen. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, erzähl mal, wie viele 6. Leute da beteiligt sind. Ach. Der Xavier hat die Musik gemacht. Ja, der hat die zwei Riffs mal schnell eingespielt nach dem Kacken. Ist auch ein sehr seltener Name, der Xavier. Das ist bestimmt der gute Nightwing. Sein Redemption Arc. Der hat die Übersetzer hier. Oh, hier die Stimme, uiuiui. Nur das deutsche Stimme, Veronika Beiweiß. Rechtsbeistand. Wir haben sogar einen Rechtsbeistand, na klar. Wir müssen sich absichern, dass hier keine falschen Tipps zur illegalen Migration gehen. Also ich habe es nicht wirklich mitgezählt, aber so Pi mal Daumen 20, jetzt sind wir so bei 25 langsam. Ja gut, das ist ja hier alles von Arte dann, soziale Netzwerke, Verwaltungsassistenz. Aber an dem Spiel selber waren es vielleicht 10. Wobei das immer noch, ganz ehrlich, das ist immer noch viel zu viel. Ich meine, wenn ich nochmal was empfehlen darf für die Zuschauer. So ein Spiel wie The Entropy Center, das wurde von einer einzigen Person gemacht. Gut, bis auf die Musik. Aber so die ganze Grafik, das Spiel, die Dialoge. Und es ist ein fantastisches Spiel. The Entropy Center, das ist so wie Portal oder Portal 2, so ein Puzzle. Aber warte mal, guck dir das mal an, wie viele Leute das getestet haben.
Oh, ja, krass. Na gut, wenn es Das. so viele mögliche Handlungen gibt. Aber dann hätten doch die Leute vielleicht mal sagen können, naja, mach mal bitte, dass das schneller geht hier irgendwie mit dem Lesen und so. Also so ein paar einfache Sachen, ein paar einfache, ich Ja. sag, wie sagt man immer, Quality of Life Features hätte man hier noch reinbringen können. Begrabe mich, mein Schatz, wurde von der wahren Geschichte von Dana S. abgeleitet und von den Erfahrungen alter Migrantinnen, die hoffen, einmal ein neues Zuhause in ihrem Leben zu finden. Natürlich Aha, nur die Dana S. MigrantInnen, ja. Das google ich Das nochmal war ja schnell. auch nicht. Dana S. Flüchtling. Dana Schmalz lese ich hier nur. Achso, nee, die macht. Sorry, ich wollte jetzt hier niemanden. Sorry, jetzt habe ich hier jemanden erwähnt, der damit gar nichts zu tun hat. Die hat nur Forschungsschwerpunkt Flüchtlings- und Migrationsrecht. Aber so, ja, Dana S. finde ich jetzt hier gar nicht. Das ist jetzt keine Person, die man kennen würde. Aha. Aha, da haben sie wahrscheinlich tatsächlich die eine syrische Ärztin gefunden. Wobei, ach, das ist ja auch nur davon inspiriert. Also, die werden hier so viel rumgelogen haben, dass es für sie passt. Ja, Und mit den griechischen Nazis, ach, das kannst du mir nicht erzählen. das ist alles so over the top letztendlich, um Ja, das total. Narrativ zu stützen. Ja. Ah, Leute, Leute. Also, drehen wir es mal rum. Wenn es so wäre wie in diesem Spiel, wo kommen die 4 Millionen Leute her, die wir hier mehr haben? Minimum. Die würden es doch gar nicht schaffen. Die würden alle sagen: Ja, genau. Schatz, ich habe keine Energie mehr, ich bleibe in Griechenland. Also, Genau, es ist. wenn das Ah. so schwer wäre, dann würden es nur die wenigsten hierher schaffen, genau. Und vor allem, wo sind die ganzen Frauen und Kinder, die man hier in diesem Spiel gesehen hat? Wo sind die? Ich sehe die nicht. Ich sehe die einfach nicht unter den Flüchtlingen. Ja, die sind noch im Vier-Sterne-Hotel. Das ist Ja, ganz klar. die essen noch die Die Falafel in der Türkei, ja, die machen es richtig. siehst du arbeitender Pöbel halt nicht. Es tut mir leid. Das ist. Alter Falter. Gut, binden wir es ab, oder? Binden wir es ab. Gut, da. Ja, Tom, haben wir es hinter uns gebracht. Jo. Was denkst du, machen wir als nächstes? Wollen wir das schon anteasern, oder? Nee, ich finde das mit dem Anteasern immer nicht so klug, weil lass uns einfach hinterher drüber reden, was wir als nächstes Okay. machen. Tja, Leute, dann müsst ihr euch jetzt vor Spannung auf die Nägel kauen. Oder einfach, wenn das Video hier schon lange her ist, das nächste Video in der Playlist anklicken. Aber ihr seid natürlich immer am Drücker, Zwinker. Gut, dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin, haut rein. Tschüss.